Hallo zusammen. Heute, wie ihr sehen könnt, geht es um Alkoholinks. Ich möchte euch einmal zeigen ein paar Techniken, was ihr damit alles anstellen könnt und ja, was ihr benötigt. Alkoholinks, also das hier ist das ein Dreier-Set, das sind so kleine Fläschchen. 14 Milliliter, so sehen die aus. Und genau, es gibt die entweder im Dreierpack immer oder halt einzeln zu kaufen. Genau, Alkoholinks. Dann benötigt ihr Blending Solution, um das Ganze ein bisschen schöner verlaufen zu lassen. Ich zeige euch auch noch hier dieses Alloy. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist so ein Schimmer, ein Goldschimmer. Da gibt es auch verschiedene Töne. Da kriegt man auch sehr schöne Effekte mit hin. Ihr braucht spezielles Papier. Und zwar Synthetikpapier. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht. Ja. Jupo heißt das. Genau, gibt es in verschiedenen Größen. Also hier sind jetzt A4 5 Stück drin. Ich habe mir die zugeschnitten, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Genau, das ist so ein ganz, kann es gar nicht beschreiben, so ein ganz glattes, fühlt sich nicht an wie Papier. Genau, aber das. Dann könnt ihr dazu verwenden so Applikatoren mit Filz unten drunter oder auch Pinsel. Also, was euch beliebt. Wenn ihr Ghost Stamping machen wollt, da zeige ich euch gleich auch noch was zu, benötigt ihr außerdem noch ein Alkohol Lifting Stempelkissen. Stempelkissen, genau. Und ja, und ein Stempel eurer Wahl. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was dazu. Und zwar, so, einmal das Jupo-Papier, dann nehmt ihr euch eine Farbe, könnt nach Belieben tropfen, ihr könnt Farben untereinander mischen, wie ihr mögt. Also ihr seht schon, wie das hier verläuft. So, ne, ihr seht schon den Effekt. So, genau. Es bahnt sich seinen Weg praktisch. Dann könnt ihr die zum Beispiel, also entweder lasst das verlaufen, trocknen. Ihr könnt zum Beispiel auch direkt das Alloy in die Mitte tropfen. Das läuft dann auch direkt im feuchten Zustand. Sucht sich das auch seinen, seinen Weg. Dann könnt ihr zum Beispiel einen Strohhalm nehmen und ein bisschen pusten. Dann, wo euch das zu viel ist, könnt ihr die Alcohol Blending Solution reintropfen. Und dann seht ihr schon, wie es wieder arbeitet auf dem Papier. Wenn ihr mögt und euch das zu hell ist, könnt ihr auch noch mal mit Farbe drüber gehen. Wie gesagt, könnt auch Farben mischen, wie ihr mögt, wie intensiv ihr das Ergebnis auch haben wollt. So. Das Ganze trocknet auch sehr schnell. Ihr könnt das Ganze auch statt mit einem Strohhalm könnt ihr das auch mit einem Embossing-Föhn machen. Allerdings muss der sehr heiß sein und ihr müsst ganz vorsichtig sein, weil wenn sich das Papier hier einmal wälzt, dann ist das durch. Deswegen, ich finde auch mit dem Strohhalm ein bisschen die Kontrolle ein bisschen besser, aber das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr das, wie das besser bei euch klappt und wie ihr das mögt. Genau, so einen Hintergrund habe ich schon mal gemacht. Ich zeige euch da so ein bisschen was. Das ist zum Beispiel schon getrocknet. Hier habe ich im Hintergrund vorher mit dem Pinsel gearbeitet, das zeige ich euch jetzt, beziehungsweise auch mit dem Applikator. Und zwar geht das Ganze auch genau so. Ihr nehmt, ich nehme mal grün, eure Alkoholinks tropft nach Belieben
nehmt euch hier den Helfer, dann könnt ihr das verwischen, wie ihr mögt. Oder aber auch mit dem Pinsel. Ich zeige euch jetzt hier beides. Wenn ihr die Farbe halt nicht so auf einer Stelle haben wollt, dann könntet ihr theoretisch auch schon wieder die Blending Solution rüber und dann gibt es halt diesen Effekt. Ja, also ihr seht, da gibt es verschiedene Techniken. Ich glaube, hier nehme ich auch nochmal das Gold dazu ein wenig. Mal schauen, wie das mit der Farbe zusammen hier aussieht. Und da bietet sich das immer an. Das ist immer ein schönerer Effekt, wenn man da direkt reintropft. Aber da findet ihr euren Weg und euren Geschmack, wenn euch das dann gefällt. Ja, und dann seht ihr das auch schon, den Effekt. Ja, genau. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit zu stempeln. Und zwar Ghost Stamping nennt sich das. Da nehme ich mal schon was Trockenes, weil es muss ein getrocknetes Motiv sein. Also das ist jetzt hier schon trocken, das habe ich schon vorgearbeitet. Dann nehmt ihr euch am besten eine Stempelhilfe, weil es kommt auf die Farbe an, wie gut das klappt. Also bei manchen Farben beim ersten Mal, bei den Farbtönen, bei anderen wieder nicht. Also nehmt euch eine Stempelhilfe. So. Genau, ein Stempelmotiv eurer Wahl. Bietet sich jetzt hier ein großes an. Und dann nehmt euch direkt ein Papier zur Hand. Und zwar sollte das das hier muss ja das Jupo-Papier sein, worauf ihr mit den Alkoholinks arbeitet. Und dann braucht ihr ein normales Papier. Also hier so ein Cardstock bzw. so ein Markerpapier habe ich jetzt hier genommen. Legt euch das direkt daneben, das brauchen wir gleich. So, genau. Dann packe ich den Stempel da drauf, wo ich ihn halt hinhaben möchte. Ich glaube, ich mache den direkt hier so komplett. So, dann brauchen wir das Alkohol-Lifting-Kissen. So, packen da gut genug auf den Stempel drauf. So, und stempeln einmal. Das nimmt jetzt praktisch so ein bisschen die Farbe auf hier. So, sind kurz raus, packen einmal unser Papier dazwischen und stempeln das hier ab. Also wie gesagt, bei einigen Farben ist das so, dass man halt ein bisschen öfter drüber gehen muss. Jetzt seht ihr das hier noch nicht so ganz, ganz gut. Machen wir das nochmal. So, und da seht ihr auch schon das Ergebnis. Das sieht ja klasse aus auf jeden Fall. Man kann das dann praktisch nur wieder verwerten und hat gleich zwei Karten. Bei der hier
ist ja jetzt noch das Lift Ink drauf. Da nehmen wir jetzt ein Tuch. Da reicht jetzt hier so ein Sieber und nehmen das so ein bisschen erst tupfen, nicht sofort reiben. So, da haben wir auch noch eine Restfarbe. Und dann können wir es ganz vorsichtig wegrubbeln. Und dann seht ihr schon, da taucht das Motiv auf. So. Und dann habt ihr praktisch zwei Karten mit einem Motiv. Nur eben das Negativ. Dann könnt ihr auch noch bereits getrocknete Motive ein bisschen auffällen, indem ihr Farben mischt. Das sind die verschiedenen Techniken. Wie gesagt, ihr könnt das mit dem Föhn machen, müsst ihr aber wirklich ganz vorsichtig sein. Mit dem Pinsel, mit dem Applikator. Und ja, also es macht wirklich Spaß. Das ist immer wieder ein neues Ergebnis. Und ja, es gibt halt ganz viele verschiedene Farben. Da ist, glaube ich, auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.